Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Evolent. Hinterlässt. Oh, am Anfang schon Kampf nicht mehr. Na gut. Bitte keine Chance gegen uns. Magie heilen uns beide natürlich. Ah, die machen nicht viel Schaden, gut. So, Schätzelein, du steckst auch hin. Nochmal. Also die Kills und 15 HP gewonnen. So, dann suchen wir mal das Dorf von der Hübschen. Boah, schon wieder ein Kampf. Oh, oh, na, na, wie bitte. So, heil dich mal. Oder heil uns beide zumindest. Braves Mädchen. Und der letzte Schlag. Oder auch nicht. 22 Kills und du hast gewonnen. So, weiter geht's. Gibt's hier eine Schatztruhe eventuell? Nein, hier gibt's... Oha! Hoffentlich macht er nicht viel Schaden. Oh, der steckt uns beide. Wie viel hält er aus? Ja, ist schon gut, ist schon gut. Mal heilen ein bisschen mehr. Zwei Schläge schon. Oh, von dem müssen wir eine Menge bäckeln. 300 geht und 13 HP, ja, das habe ich nicht mehr. Chris hat schon 5 erreicht, juhu! Ja, und sie auch. Aber ich denke, wir sind hier... Richtig. Okay, da gucke ich nochmal drin. Boah! Und tschüss. Not the name! Aber jetzt. Ja, und mal hier unten hin. Ne? Boah, schießt das viel. Boah. Soll ich heilen? Ja, heilen wir mal. Sicher, sicher. Ja, ist schon gut. Aber jetzt. Heilen wieder. Bam. Oh, ein Schlag. Nice. Ja, schlagen wir. Und der letzte Schlag. Gibt's hier was? Wo kommen wir denn hin? Wo kommen wir hin? Schildkröte wieder. Hm. Ja, machen wir jetzt die weg. Nein, du schlägst ihn. Hoffentlich mit einem Schlag. Ups, was schon? Ach Gott, du Ei. Dann schlägst du ihn nochmal. Jetzt wird es aber Zeit zum Heilen. Angriff. Nochmal schlagen. Up, down. Und die nächste Stufe. Es läuft, es läuft. Der heilige Hain. Okay, dann müssen wir jetzt hier die Fähigkeit erlernen, um die Steine zu zerschlagen. Gut zu wissen. Wow. Oh, ah. Gegenstand, Trank auf See. So, weg mit euch. Nein, ich wollte das nicht. Mit ihnen wollte ich das. So, jetzt aber heilen. So, Schützelein, du heilst wieder. Und bam. So, nochmal heilen.
Und hoffentlich ist das der letzte Schlag. Na klar. Machen wir mal schauen. So, schauen wir, ob hier irgendein... Kannst du keine 5 Meter laufen? Weg mit dir. Sieht aber nicht so aus, als ob es hier was gibt. Ne, ne. Du bist weg. Du heilst wieder. Weg mit dem. Ein Schlag, sehr schön. So, nochmal heilen. Und hoffentlich ist das jetzt auch der letzte Schlag. Natürlich nicht. So, du machst fertig. Ne, hier gibt's nichts. Aber das Positive, wir farmen genug EP. Boah, nein! Gleich ein Level up sein wieder. So, weg mit dir. Du heilst. Na, weg mit dir. Natürlich nicht. Machst du ein Blatt? Und du machst jetzt aber ein Blatt. Ach Gott. Und Tisch. Na bitte, Level up kurz vor dem Dorf. Freigeschaltet, vorgerenderte Hintergründe, eine neue, viel detaillierte Art der Darstellung. Sieht gut aus. Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? I don't know. Hey Bro. Willkommen in Aogai. Unser Dorf stand erstmals in voller Blüte und jetzt, einstmals in voller Blüte und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützte einst das ganze Land. Doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Aogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Sprechen wir mal ab. So, rein ins erste Häuschen. Nein, nicht rein. In dieses Häuschen vielleicht. Nein, gehen wir nicht rein. Hier. Nein. Wird geladen. Sieht ein bisschen schäbig aus. Oh, schönes Schiff. Okay. Ist alles in Ordnung? Sit. Ja, dann wir mal. Eris. Endlich seid ihr wieder. Also, das ist er. Entschuldigung. Endlich seid ihr wieder zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Aogai ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Ach, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert aus der Noria-Mine. Welches Schwert? Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Oh, doch, Chris habe ich hier, um das Schwert zu führen. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Ja, fragt mich keiner. Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Gorn, um mit die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten. Eine ist im Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von Aogai. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garim, dem glatzköpfigen Gartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Chris, könnt ihr die Bombe besorgen, damit wir in den Heiligen eingelangen? Ich finde derweil einen Weg, stärker zu werden.
Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Ja, wird auch Zeit, dass du dich verbesserst. Ich schaue sie später wieder zu euch. Sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Kann ich mich schon bewegen? Nein, kann ich noch nicht. Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Freigeschaltet Mitglied, verletzte Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Das hat das Alleinsein an sich. Ich nehme die Schatztruhe. HD-Hintergründe. Dankeschön. Bedauere, da kann ich euch nicht dienen. Ich weiß nicht über Bomben. Und warum sollt ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger. Und was ist mit dir? Ich lebe schon seit 60 Jahren in Augai. Und die schwarze Zitelle steht leer, soweit ich zurückdenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen, genau wie in alten Zeiten. Okay, in diesen Brunnen können wir nicht reinklettern. Kann ich da rein? Nee. Ja. Ah, hier können wir noch hin. Da rechts. Hi. Redet nicht mit mir. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der Heilige Hain im Süden der Verderbnis anheimgefallen ist. Das war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Das machen wir schon, dann machen wir schon. Ich komme in kein Haus mehr rein, okay? Oha, drei Truhen. Ah, toll. Unruhiges Kind. Er rennt den ganzen Tag lang herum. Wer soll er? Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Hat er gesagt, du musst. Kartenspieler, seid ihr Spieler? Oh, Kartenspieler! Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu Demasia-Armee und habe keins von diesen Dingen aufbewahrt. Ihr sollt mit unserem Krankenschwester nördlich von ihr reden. Sie kennt jeden Klatsch über Augai und seine Bewohner. Ja, ich will aber Karten spielen. Warum ist er nur so besessen davon, Sachen in die Luft zu jagen? Wenn ihr auf eine nette Partie Doppelzwillinge aus seid, seid ihr bei mir goldrichtig. Okay. Wählt den Stapel, gegen den ihr spielen möchtet. Wenn ihr gewinnt, gibt es weitere Stapel. Ich will zuerst die Regeln wissen. Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Die Spieler platzieren reihum Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höherem Wert entsprechend daneben platziert. Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Ja, nochmal einfach. Learning by doing. So. Kann ich die über... Noch gar nicht. You win. Ich habe eine Runde Doppelzwilling gewonnen. Was? Nichts? Keine Anmerkung, gar nichts. Na gut, was ist in der nächsten Ruhe? Teurer Händler, es gibt noch immer Leute, die von einer Krise profitieren. Was für ein Arsch. Heutzutage findet man nicht leicht Hope. Ich habe dennoch ein günstiges Ritterausrüstung erstanden. Okay. Trank, Phoenixdown, Silberrüstung. Schneller DVD-Player, für was denn? Oh, die seltene Karte kostet 10.000. Ich nehme mal die Silberrüstung mal. Dankeschön. Den Rest werden wir dann noch zusammen farmen. Bist du die Krankenschwester? Ihr seid der Fumpenmaus. Dann redet mal mit den verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnen. Sie lagert alles mögliche in ihren Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennungen gegeben hat.
Okay, aber haben wir mit denen nicht gerade geredet? Okay, da kommen wir raus aus der Stadt. Das ist die Alte, die schon 60 Jahre hier wohnt. Kann man hier irgendwo was machen? Nein, kann man nicht. Schade, dass ich mir nicht rennen kann. Das dauert, das dauert. Hallo. Oh, ein weiter Weg, schon ein weiter Weg. Und hier. Da Omi, her mit der Bombe. Mob, sagt ihr? Hm, ja, in meinem Keller habe ich welche. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Das war ja klar. Wie es dir einen Drache greift, das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen diesen mächtigen Bestie-Dinger ausmachen. Hilfsoffizier Raiden hat diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Natürlich, ein Drachengemäß hätten. Eine Sonntagsbeschäftigung von mir. Ich vermute mal, du bist das. Du Hilfsoffizier. Der Drache, tja, ein eigentlicher Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich muss den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Ich musste den Kleinen. So. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder so einfach in die Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Hashtag Sitz. Und das wäre wo? Bist du das? Nein, du bist es nicht. Na, reden wir mal mit dem Jungen. Hey, Schimmel, Schimmel! Nein, nein, nein. Kann ich hier rein? Nein. Sales, ist das ein Händler? Anscheinend nicht. Bist du die Mutter? Nein, du bist es nicht. Kann ich hier rein? Jetzt? Nein, immer noch nicht. Wen meint er denn? Ja, das hast du mir schon gesagt. Ja, danke, das ist nett von dir. Kann ich in das Haus rein? Ah, das wollte ich jetzt nicht. Ich kann nicht in das Haus rein. Okay, dann schauen wir beim Dorfeingang, ob man da in irgendein Haus rein kann. Hier mal schauen. Du? Nein. Ah, nimm Sitz. Das ist die da oben. Der Typ hat ja Sitz. So, Mutti, wie sieht's aus? Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keinen Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Ah, mir kamen diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicher aufgehoben sind. Okay, also zurück zu dem Jungen. Ja, zum Jungen. Glaube ich halt, oder? Der redet ja von Feuerwerk. Tut doch so schönes. So, du kleiner Terrorist, ja, mit der Bombe. Meine Mutter weiß von den Bomben, das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Natürlich kannst du eine behalten. Da wollen wir ja nicht so sein. Chris! Ich habe ein paar wichtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Ich hab die Bomben. Ausgezeichnet! Dann auf nach Süden zum Heiligen Heim. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Boah, nicht so aufdringlich. Ich laufe, ich laufe. So, mal abspeichern vorher. Spiel gespeichert. So, dann kämpfen wir nochmal 10 Mal inzwischen. Was hier? Nein. Wieder voll. Oh, nicht mehr so viel Schaden.
Daneben. Oh, das gefällt mir. Dann greif an. Also die Silberrüstung gilt auch für sie dann. Sehr schön. Und komm, das ist keine Chance. Oh, das war dann. Dann heilst du mal wieder. Was war das andere? Das muss ich noch schreiben. Ja, machen wir auf Blatt. Machen wir beim nächsten Kampf dann. Na klar. So. Bam, weg. So, Schatz, was hast du denn? X-Kristall. Machen wir es auf den Großen. 20 Schaden, immerhin. So, du machst ein kleines Blatt. Und du gehst auf den Großen. Du heilst wieder. Und du gibst ihm den Rest. Und ab in den Heilen. Dum, dum, dum. Ups. Dann machen wir mal einmal noch. Ah, schön. Dann muss ich jetzt aber wieder zum Anfang zurück, weil da gab es ja auch noch Steine zum Zerschlagen. Weg da. Was ist das? Zeitreisen. Treffe sich gesagt, um zwischen Marty damals und jetzt zu wechseln. Marty McFly. Oh, sieht das wieder wie am Anfang vom Spiel. Muss ich jetzt hier hin? Anscheinend. Was steht hier? Bitte die kleinen Bäume nicht verbrennen. Kann ich gar nicht nehmen. Und? Bin in Zukunft. Das gefällt mir. Bam! Nein! Na komm! Ich treffe nicht, okay jetzt. So ist nichts mehr, dann ab in die Höhle. Und wieder ein Dungeon. Hoppapam! Nicht so gierig. Okay, Sackgasse. Und hier? Weg mit dir. Nochmal. So. Ist mich verarschen. Sackgasse. Hier? Nein, geht auch nicht. Hier? Nein! So, hier bin ich gegangen. Okay, ist hier auch ein Weg? Anscheinend. Also hier bin ich gegangen. Okay, hier? Nein, Sackgasse. Hier ist auch Sackgasse, okay. So. Komm ich hier hin? Okay, nirgends. Komm ich hier hin? Ganz sachte. Was, Sackgasse? Runter? Nein, auch nicht. Okay. Was, Ausgrabungen? Ihr habt mit einer Bombe eine riesige Mauer gesprengt. Ich will jetzt die Truhe. Jetzt. Ein Bung. Mal schauen, wie der ist. Oh, wieder eine. Was haben wir hier? Ein Stern. Okay, wir sind jetzt für den Bogen hergekommen. Aha. Auch nicht schlecht.
So, hier ging es lang und dann hier gerade nach unten. Ich gehe wieder viel zu schnell, Dann hier. So, okay. Dann hier so. Easy. Komm her. So, das heißt, durch die Flamme auf den kleinen Baum und der soll dann verbrennen. Tatsache. Funktioniert nicht. Oder wir schalten wieder um. Okay. Dann so. Ah, du Sack. Ich nehme mal wieder mein Schwert. Genug Leben verloren. Weg mit dir. Na, na, komm her. Wieso lassen die keine Herzen mehr fallen? Okay. Oh, warte mal. Wenn ich jetzt das Teil drücke, dann komme ich hier nicht mehr rüber. Kann ich die sprengen? Auch zufällig, oder? Ah, wäre auch zu schwer gewesen. Wie mache ich dich kaputt? Oh, jetzt? Danke. Machen wir mal so. Das, ja, das geht. Dann so. Sprengen. Das kaputt machen. Wieder zurück. So, was hat mir das jetzt wieder umgebracht? Eigentlich nichts. Aber sowas von nichts. Hm. Hier komme ich jetzt weiter. Oh, oh, die Truhe. Ein Stern. Aber ich will die andere Truhe noch haben. Gibt es hier noch was Interessantes? Nö. Aber ich komme hier weiter. Aber ich will hier nicht weiter. Moment. Hä? So. Wir könnten was anderes versuchen. Haha! Ich bin so clever. Oh, das wollte ich nicht. So, was haben wir hier drin? Karte Kefkas Geist. Oh, das geht gar nicht. So, dann setzen wir die Bombe wieder. Ihr seid 12-mal zwischen Vergangenheit und Gegenwart gewechselt. So. Was gibt's hier? Noch eine Truhe, aber hier komme ich nicht weiter, weil hier muss ich. Oh, danke. So, hier haben wir eine Truhe. Ja, Moment mal, wo ist die jetzt? Wo kann ich die entzünden? Wo war die Truhe? Die war hier unten, oder? Hier unten. Hm. Komme ich irgendwo vorbei? Nö. Okay, vielleicht später. Da ist auch wieder was zum Entzünden. Oh. Okay. Hier geht's nicht weiter, dann machen wir mal hier.
Oh, weg und weg und weg und weg, 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 weg. Was haben wir hier Nützliches? Ein Stern, wow. Der bringt mir auch nichts. Ich muss die Zeit beenden. Hier ist ein kleiner Baum. Oh, das geht sich aber nie aus. Ne. Dann muss ich unten mit Pfeil und Bogen anschießen. Boah, ich sehe, die Folge ist wieder viel zu lange. Meine Güte. Aber gehen wir noch zur Brücke. So Leute, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich wieder über Likes oder Kommentare freuen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Tschüss!